kann ich einer Magendrehung meines Hundes vorbeugen? Die Magendrehung ist ein potenziell tödliches Ereignis, bei der der Magen deines Hundes sich aufbläht, sich um die eigene Achse dreht und so die Magenausgänge verschließt. Bei dieser Drehung erfolgt auch ein Verschluss der Blutgefäße und in dessen Folge ein Absterben des Gewebes. So beginnt eine ganze Abfolge von Geschehnissen, die, wenn nicht innerhalb kürzester Zeit behandelt, zum Tode deines Hundes innerhalb weniger Stunden führen können. Der Magen füllt sich immer mehr mit Gasen. Die Blähung schreitet voran und dies erschwert die Atmung. Wenn man also in diesem Notfall den Hund nicht auf schnellstem Wege in eine spezialisierte und ausgestattete Klinik bringt, erfolgt der Tod aufgrund Erstickens und Herzstillstand. Wenn du also einen Hund mittlerer und großer Größe besitzt, dann solltest du dieses Video nicht verpassen, um zu wissen, wie du deinen Hund vor einer Magendrehung schützen kannst. Aber warte, hast du schon unseren YouTube-Kanal Merandi im Vet abonniert? Nein? Dann tippe gleich auf Abonnieren und drück auf das Glöckchen, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Was solltest du also tun, um diese gefährliche Situation für deinen Hund zu vermeiden? Sollte dieser zu den mittelgroßen bzw. großen Hunderassen gehören? Sei es das Aufteilen des Futters auf mehrere Mahlzeiten am Tag, sei es die Gabe von wenig fetthaltigem Futter, sei es das wenige Füttern am Abend oder es zu vermeiden, viel Wasser vor oder nach der Bewegung trinken zu lassen, sowie auch Bewegung nach dem Fressen zu vermeiden. Oder noch schlimmer, wie die Empfehlung einiger Züchter leider immer noch ist, ihn aus höher gestellten Näpfen fressen zu lassen. Nichts, ich wiederhole, nichts von all dem ist eine Garantie dafür, eine Magendrehung zu vermeiden. Die einzige Möglichkeit, die dies garantieren kann, ist eine prophylaktische Fixierung des Magens an der Bauchwand. Der medizinische Begriff dafür lautet Gastropexie. Zudem solltest du wissen, dass gewisse Hunderassen besonders anfällig dafür sind, eine Magendrehung zu entwickeln. Genau, es gibt Rassen wie zum Beispiel dem Schäferhund, bei denen die Wahrscheinlichkeit bei 20% liegt, während zum Beispiel bei der Dogge oder einem Berner Sennenhund die Wahrscheinlichkeit bei 40% liegt, eine Magendrehung zu entwickeln. Unglaublich! Ein Schäferhund auf 5 wird eine Magendrehung entwickeln. Beim Berner Sennenhund liegt das Risiko auf einem von 3. Aber es passiert nicht nur bei Rassehunden. Das muss schon klar sein. Es ist nicht so, dass es bei deinem 30 Kilo schweren Mischling nicht passieren kann. Wir sprechen auch hier von einem Risiko von 10%. Einer von 10 großen Hunden wird es nicht schaffen. Und ich wiederhole, es gibt nicht sehr viel, was du tun kannst, um die Situation komplett zu vermeiden. Außer ihm diese Chirurgie vornehmen zu lassen, die vermeidet, dass sich der Magen drehen kann und diese Kaskade von Ereignissen auslöst, die, wenn nicht sofort behandelt, zum Tod deines Hundes innerhalb weniger Stunden führt. Außerdem wird dieser Eingriff der Gastropexie in unserer Tierklinik der Merandi im Vet laparoskopisch durchgeführt, also mittels minimalinvasiver Chirurgie. Dies bedeutet weniger Schmerzen, schnelle Erholung nach dem Eingriff und nur 3 kleine Zugänge von 1 cm an der Bauchwand. Es sind dann einmal zu Hause keine größeren Sachen zu berücksichtigen, außer ein langsameres Spazierengehen an der Leine für ein paar Wochen, damit der Magen gut an die Bauchwand anwachsen kann. Außerdem kannst du bei der Hündin diesen Eingriff auch während der Sterilisation vornehmen lassen. Immer laparoskopisch natürlich. Wie bemerkst du aber, ob dein Hund eine Magendrehung hat? Das Hauptsymptom ist die unglaubliche Blähung des Bauches. Außerdem versucht der betroffene Hund dauernd zu erbrechen. Meistens wird dann sehr viel Speichel und weißer Schaum aufgestoßen. Die Hunde sind unruhig und schwach, können sich aber nicht hinlegen und wandern ohne Ende umher. Es kann sein, dass die Hunde trinken wollen, aber alles kommt schwallartig wieder zum Vorschein. Ist ja der Zugang zum Magen blockiert? Wenn du diese Symptome bemerkst, rufe sofort den Tierarzt deines Vertrauens an oder kontaktiere uns auf der Nummer 0473 200 211, damit im Notfall sofort eingegriffen werden kann. Das Leben deines Hundes hängt davon ab. Wenn du mehr darüber wissen willst, schicke uns eine Mail an info@merandiimvet.it. Wir werden jede deiner Fragen zur Magendrehung des Hundes beantworten. Für dich!